Kinder! Willkommen zu Let's Play Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Ich freue mich, Leute, dass es weitergehen kann. Es haben sich ja viele gewünscht nach Mario und Luigi Paper Jam Brothers, welches wir zum Release live und neu Let's Played haben, dass ich auch mal die alten Teile zocke. Und in meinem tiefsten Inneren habe ich es mir selbst auch gewünscht. Deswegen haben wir es gemacht. Teil 1 bis 4 sind vorgenommen worden. Und mit Superstar Saga haben wir begonnen. Ich habe es blind Let's Played. Und jetzt folgt also der zweite Teil, 2006 für den DS erschienen. Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Oder international gesagt, Mario und Luigi Partners in Time. Allerdings, großes Ausrufezeichen, ich habe keine Ahnung vom Game. Gut, man sieht es anhand des Covers und so. Und es ist allgemein bekannt, dass die Babys eine Rolle spielen und Zeitreisen. Das Kampfsystem sollte man im Groben ja wohl kennen vom Vorgänger und dem Nachfolger. Aber trotzdem möchte ich nochmal betonen, ich werde auch eure Hilfe brauchen. Vielleicht stehe ich auch mal auf dem Schlauch, wie man das so kennt. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren helfen, sachlich. Ich gehe völlig blind an die Sache ran und mal sehen, wie wir uns zurechtfinden werden. Ich bin gespannt und gute Dinge, auch wenn die Geschmäcker innerhalb des Franchises auseinandergehen, sind doch allesamt gute Spiele. Das kann man nicht bezweifeln, nicht bestreiten. Okay, auf zwei Bildschirmen. Ich denke, das passt so auch. Ne? Wenn sich irgendwas anderes ergeben sollte, werde ich es dann dementsprechend anpassen. Dann let's go. Spielstand Nummer 1. Diesen Teil habe ich wirklich noch nie gezockt. Vor wirklich langer Zeit. Irgendwo im Weltall. An einem dunklen, feuchten Ort. Gemieden vom Sternenlicht, lag ein gruseliger Planet, der einsam im All schwebte. Seine Bewohner waren gruselig. Ständig warfen sie gruselige Blicke ins All. Einfach nur gruselige Tagträumer, nicht wahr? Falsch! Sie waren Suchende. Suchende nach einem neuen Zuhause. Die habe ich aber schon mal gesehen. Die sind mir ein Begriff. Zum Beispiel in Paper Mario 3D Land, diesem Hack, da waren die, glaube ich, auch vertreten. So in etwa war das. Endlich fiel ihr gruseliger Blick auf eine ferne Welt. Ein Land der Schönheit und des Friedens. Das Pilzkönigreich, lass mich raten. Tatsächlich. Das war eigentlich direkt Peach Schloss. Ganz genau. Die Ärmste. Pilzpalast, Pilzkönigreich, Vergangenheit. Oho! Das sieht aus wie Todsworth, aber... Junge Master, Mario und Luigi, ich habe eure Ankunft schon voller Ungeduld erwartet. In der Tat befürchte ich, dass die Prinzessin sich nach Spielkameraden sehnt. Sie benimmt sich eher trotzig. Drückt oben auf dem Steuerkreuz, um zum Zimmer zu gelangen, wo sie euch erwartet. Bitte geht sofort zu ihr. Wenn das alles ist. Oh, auf X und Y können wir springen. Das ist was Neues. Wahrscheinlich, weil A und B nach wie vor für die erwachsenen Marios ausgelegt sind. Sehr strange. Gucken wir weiter. Die Toads. Was ist hier passiert? Was soll das, Tohu Wabohu? Was ist mit der Prinzessin? Und es ist Baby Bowser, nicht Bowser Junior, Baby Bowser. Nennt sich Prinz Bowser, wäre auch blöd, wenn er sich selbst Baby nennt. Ich, Prinz Bowser, nehme mir Prinzessin Peach mit mir. Ihr zwei Babys könnt euch schleichen. Ist irgendwie interessant, dass die früher schon Beef hatten, aber irgendwie auch surreal. Vollkommener Unsinn, ich glaube eher, ihr werdet nichts dergleichen tun. En garde! Ja, genau. Todsworth. Der hat ja später einen grauen Bart und taucht erstmals in Mario Sunshine auf. Hier sehen wir ihn in jungen Jahren. Du bist dran, Super Winnie, Bro. Dürfen wir kämpfen? Nice. Okay. Bams! Und blocken. Ja, ich wusste jetzt nicht, wann er... Ich dachte, er springt vielleicht. Junge Master Mario.
sehr junger Master Mario. Verzeiht, dass ich vorhin kurz unpässlich geworden bin. Ist dies euer erster Kampf? Soll ich euch vielleicht die Aktionkommandos erklären? Hau halt raus! Dann bitte ich euch, mir zu lauschen. Zunächst greift bitte an. Vielleicht gibt es ja minimale Änderungen, deswegen guck ich mal. Natürlich. Hier, halt, drücke X, junger Herr. Hab ich eben schon gemacht. Stimmt, euer Timing punktgenau. Verursacht ihr mehr Schaden? Es gibt für jede einzelne Aktion ein Action-Kommando. Zeigt euch experimentierfreudig. Macht weiter. Bums. Klaro, die Grundlagen, Kampfsystem und so. Eider Daus, fast hätte ich's vergessen. Ihr könnt doch den Flammen des jungen Bowser ausweichen. Soll ich euch erklären, wie man gegnerischen Angreifen ausweicht? Das habe ich eben schon getan. Jetzt bin ich mal nicht so. Nein. Tatsächlich, nun gut, junger Meister Mario. Ihr seid der junge Meister. Hat er sich damals schon einen Namen gemacht? Ja, aber er sieht echt nicht aus wie Baby Bowser. Er sieht echt aus wie Bowser Jr. auch mit dem Sabberlatz. War eigentlich der große Unterschied früher. Egal. Muss man ja nicht so streng nehmen, ne? Quasi nach den Abenteuern von Yoshi's Island haben die alle schon wieder das Vergnügen. Danke. Ich bin ein Prinz. Ich kann nicht gegen euch verlieren. Wie typisch, auch hier bleiben Mario und Luigi stumm. Wurden wir jetzt von Aliens entführt? So eine Art? Alter. Das ist ja recht crazy, ne? Mars Attacks! Ich sehe schon, in diesem Abenteuer wird es keine perfekte Lösung für die Bildschirmvarianten geben. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass es so aufgeteilt ist, wie es ist. So ist kein Bildschirm verzerrt und wir sehen beide Screens. Ja, jetzt geht's in die Gegenwart. Okay. Der berühmte Erfinder Professor Igitt hat seine Zeitmaschine fertiggestellt. Die Kraftquelle der Maschine? Der erstaunliche Kobaltstern. Die Enthüllung fand im Pilzpalast statt. Wurde von Besuchern von nah und fern verfolgt. Berichten zufolge war Prinzessin Peach überglücklich über diese Erfindung. In der Tat so glücklich, dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich der Vergangenheit aufbrach. Natürlich ist ihr treuer Kanzler Todsworth außer sich vor Sorge. Details folgen um 11. Da hätten wir sie. Prinzessin! Bitte kehrt zurück, Euer Majestät! Ich muss sagen, ich bin einfach außer mir vor Sorge. Kein Grund zur Sorge. Meine Maschine ist absolut sicher. Die Chancen für eine Rückkehr der Prinzessin liegen bei 99,99999999%. Oh, Kraus! Fällt dann Ohnmacht. Todsworth, wacht auf! Todsworth! Oh nein, er ist so in Sorge, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Mario, ich bin sicher, Todsworth hat einen Pep-Pilz in seinem Zimmer. Würdest du ihn bitte holen? Einen Pep-Pilz. Lucky Two freut sich über Schlagzeilen. Direkte Übertragung per Lucky Two Cam vom Pilzpalast folgt. Momentan befindet sich Mario hier. Das ist gut, das hat mir in Superstar Saga ein bisschen gefehlt. Die Übersicht. Wenn der untere Bildschirm, der jetzt gerade der obere ist, ne, aber als Karte dient, ist es ja hervorragend. Und der Pep-Pilz ist hier drüben in Todsworth Zimmer. Oh, übrigens, dieses Symbol zeigt stets Marios aktuellen Aufenthaltsort an. Zwar bewegt sich das Symbol nicht, wenn du dich in einem Raum bewegst, aber wenn du einen anderen Raum betrittst, geht auch das Symbol zu diesem Raum. Das reicht mir schon völlig. Wenn du dich verirrst oder nicht weißt, wo du als nächstes hingehen sollst, oder du einfach nur gerne den Topscreen betrachtest, dann schau hierher und du wirst finden, wonach du suchst. In Ordnung, Mario, wir zählen auf dich. Der Pep-Pilz befindet sich im Block in Todsworths Zimmer. Du kannst ihn nicht verfehlen. Um ihn aus dem Block zu kriegen, stelle dich unter den Block und springe. Das funktioniert im Allgemeinen. Was machen denn deine Sprungkünste?
Ah, schon klar. Haben wir diesmal 4 Abenteurer? Es war ja im Paper Jam so ein bisschen das Besondere, dass wir zu dritt unterwegs waren. Aber hier hat man 4. Was geht ab? Offensichtlich später oder irgendwie. Von hier aus sieht die Sache ganz gut aus. Viel Glück! Aha. Er läuft ein bisschen anders, ne? Weiß nicht, ob das gut oder schlecht sein soll. Mal sehen, wie es ablaufen wird, wenn die beiden zusammen sind. Mario und Luigi. Kann ich hier meine Energie wieder auffüllen? Hoffe, das war nicht nur eine einmalige Angelegenheit. Wenn du speichern möchtest, spring und triff diese Speicheralbum dort drüben. Noch nicht nötig. Okay, ja, das ist gut. In der Tat ist es gerade wirklich so, dass die Karte auf dem oberen Bildschirm angezeigt wird. Ich denke, ich werde es euch dann umfriemeln, sodass ihr halt Marios Geschehen hauptsächlich betrachten könnt. Geht über diese Treppen, um den ersten Stock des Palastes zu erreichen. Aber hört zu, die Tür lässt sich nicht so einfach öffnen. Es wird nicht reichen, sich gemeinsam mit einem Freund auf den Schalter zu stellen. Es wird nicht reichen. Okay. Wird gemeint, das wäre dann die Lösung. Der Sprung gehört zu den Standardaktionen. Wenn ihr ihn jetzt noch nicht beherrscht... Nicht, dass ich es extra erwähnen müsste, aber vergesst auf keinen Fall, unter Blöcken zu springen und die darin enthaltenen Items einzusammeln. Ja, also ich glaube, jedes Kind würde mal versuchen, auf irgendeine Taste zu drücken. Ne? Ist hier dann der Pep-Pilz drin, letzten Endes? So scheint dem zu sein. Pep-Pilz. Sowas wie ein Beleber. Ist mir jetzt aus Superstar-Saga auch nicht geläufig, der Begriff, ne? Hier ins Foyer wahrscheinlich. Oder der Garten. Ach komm. Aber nice gemacht. Das macht Lust auf mehr. Und sehr schön, der Heilungsblock, der taucht auch immer wieder auf. Mensch, da muss ich doch keine Sorgen machen. Tatsworth! Irgendwelche letzten Worte? Kann ich deinen Stock haben? Prinzessin! Doktor, so reden Sie doch, Mann! Wird sich Tatsworth erholen? Oh, die Prognose ist düster. Ich befürchte, unser lieber Tatsworth hat sich in einen Pilzschock hineingesaugt. Ohne die heilenden Kräfte eines Pep-Pilzes gibt es nichts, was wir tun können. Tatsworth! Da haben wir es doch schon. Ganz nett. Wie geht es dir, alter Mann? Wieder volle Energie. Scheinbar auch benötigt wird. Was zum... Ich dachte eher an einen Bowser-Angriff, aber dann halt... Werfen wir doch mal einen Blick darauf. Die Zeitmaschine ist nun zurückgekehrt. Aber irgendwas fehlt. Was mag noch schiefgegangen sein? Oh, Prinzessin, willkommen zu Hause. Euer Majestät, ich war so voller Sorge. Ja, das lief alles andere als geplant. Tatsworth hatte recht. Seine Sorgenfalten waren nicht umsonst. Wartet, Master Luigi! Wer auch immer du bist, ich werde dich mal besiegen, oder? Let go! Klingt ein bisschen kratzig hier. Weiß nicht warum, liegt das an mir? Junior Shrewboyd. Die Shroop, so heißen die doch, ne? Zack. Meister Mario! Es ist schon einige Zeit seit unserem letzten Kampf vergangen. Benötigt ihr eine Auffrischung bezüglich der Action-Kommandos? Was denn von eben gerade? Quatsch, oder? Dann bitte ich euch, mir zu lauschen. Führt bitte einen Angriff aus. Hätte ich nochmal, dass ich halt in dem Moment drücken muss. Der macht genau dasselbe wie in der Vergangenheit. Warum? Naja gut, doppelt hält besser, dann hat uns vielleicht eher drauf. Kein Plan. Der sagt wirklich genau dasselbe. Passt schon. Würdet ihr euch dann zumindest für eine Erklärung des Konters begeistern? Sag mal genau. Dann lauscht mir. Halt! Bitte drückt jetzt A! Klar. Auf diese Weise könnt ihr mit dem richtigen Timing ausweichen.
und doch noch viel mehr. Ihr könnt den Gegner dabei auch noch schaden. Beobachtet eure Gegner ganz genau, um eure Chancen im Konter wahrzunehmen. Macht weiter. Okay. Das heißt, könnte ich mit der anderen Taste das auswählen? Ich versuche mal zu blocken irgendwie. Nee. So die einzige Möglichkeit, oder? Weil die andere Taste wäre ja dann auch Luigi in dem Fall. Was? Schon ein Level Up? Na, meinetwegen. Bonus. Wie gehabt. Kann ich mir auch aussuchen? Anscheinend ja nicht. Ui. 3 KP plus. So will ich das sehen. Der geht einfach rein. Keine Spur von der Prinzessin. Nein, nein, nein. Dieses schreckliche Monster. Leibchen ruhig. Der Kerl hat sie nicht verspeist. Macht sein DS an. Mein DS-Zeitradar zeigt an, dass sich Peach irgendwo im Pilzkönigreich der Vergangenheit befindet. Zeitradar! Zeitradar! Das hast du doch gerade ausgedacht! Woher ist denn dieses Monster plötzlich gekommen? Das weiß ich nicht. Und da die Zeitmaschine arg angeschlagen zu sein scheint, könnten wir es auch nicht so einfach herausfinden. Wie war das? Bleib ruhig und sprich langsam. Ein seltsames Loch hat sich im Garten aufgetan? Es ist möglich, dass die Rückkehr der Maschine Löcher in Zeitkoteine umgerissen hat. Auf zum Garten, Leute! Zoom? Ja, da war ich heute schon. Kommst mit, Bruder? Luigi, bist du auf dem Weg zum Garten? Oh yeah. Willst du nicht lieber warten und dieses Ding bewachen, um zu verhindern, dass es noch alle Anwesenden verschlingt? Oh no! Schisser. Oh, ich verstehe. Wenn du das nicht willst, kann ich dich kaum dazu zwingen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht musst du dich auch noch viel schrecklichere Dinge stellen. Oh hey, sag mir, sind deine Sprünge schon so gekonnt wie die von Mario? Denn er ist der Beste. Ja. Yeah. Verstehe mich nicht falsch, aber für dich mit Mario war das... Nun ja, wie soll ich es ausdrücken? Unterwältigend. Verstehst du, was ich meine? Zeig ihm, wovon ich spreche, Mario. Immer wieder zeigen, wie man jumpt. War an Superstar Saga auch ähnlich. Bist du echter Mario? Zeig es, indem du springst. Mal ernsthaft, Luigi. Versuch doch mal, wie Mario zu springen. Du musst intensiver dran arbeiten. Wow, das war super. Der Sprung war großartig. Damit kommst du sogar an Mario ran. Ihr seid wahre Brüder. Hey, aber jetzt nix wie zum Auf zum Garten. Ja, echt mal. Voll der Notfall und er hält mich auf mit so Kinkerlitzchen. Sieht aus, als würden die Brüder jetzt wirklich anders rennen. Da sehen sie nicht so gechillt aus wie ein Superstar Saga, aber ich fand das eigentlich ganz cool. Jetzt wirken sie etwas gehetzter. Weil jeder wie er mag. Jeder wie er mag. Speichern wir das an der Stelle einfach mal ab. So. Ein Loch im Zeitkontinuum, das ist schlecht. Wie ich es vermutete, es ist ein Zeitstrudel. Jawohl, dieser Strudel ist ein Portal in die Vergangenheit. Kein Zweifel, er hat sich wegen der Zeitmaschine aufgetan. Ach ja. Nix wie rein. Luigi! Seit wann so mutig? Vorsichtig, Jungs! Wenn ich mich nicht irre, führt dieser Zeitstrudel zurück durch die Zeit. Zurück in ein jüngeres Pilzkönigreich. Die Frage ist nur, wohin im Pilzkönigreich? Die nächste Frage ist, wenn hier jemand reinspringt, käme er wohl jeweils wieder zurück? Ja. Hä? Sollten wir diesen Zeitstrudel nutzen, um die Prinzessin zu retten? Das scheint keine üble Idee zu sein. Igitt ist ja nicht der Dümmste, aber seine Kombinationsgabe, daran muss er arbeiten. Ich würde jede Wette darauf abschließen, dass dies die beste Möglichkeit wäre, sie zu retten. Meister Mario! Mit dem Krankenbett. Nein, ich hab's noch fast gedacht. Aber ja, Vergangenheit ist Vergangenheit und du kannst dir nicht sicher gehen, dass du genau in der Zeitzone rauskommst. Meister Mario! Die Prinzessin, wo ist Prinzessin Peach? Und was war das für Lichter und was ist dieses seltsame Loch? Ich verlange Antworten, werter Herr! Ich verdufte. Tschüss! Stehle vorne, ganz eng. Meister Mario! Yeah!
Mario, diesmal hast du die falschen Pilze genommen. Dorf Kuddelmuddel? In der Vergangenheit jetzt. Aber wie viele Jahre dürften das sein? Ich glaube, das wird nicht thematisiert, weil man dann wüsste, wie alt Mario und Luigi sind. Sagen wir einfach mal 30 Jahre. Weil dann wären die auch erst 30. Ja, kommt ja hin. Früher wurden sie für älter gehalten. Inzwischen finde ich, 30 ist ein gutes Alter für Mario und Luigi, oder? Was zum... Okay. Passen Sie auf das Leder auf, Professor. Kein Grund, so zu schieben. Oh, Sie müssen Mario sein. Du stehst auf Luigi. Laut dem Professor sollte sich hier auch ein Luigi befinden, aber ich kann niemanden sehen. Oh meine Güte, Sie sind Luigi. Ich, wirklich, tut mir sehr leid. Reg dich mal ab, Junge. Was los? Sehr freut, Sie kennenzulernen. Man nennt mich Steckweg 0820. Schreckweg 0816, dann den Treckweg 08, 17. Weiß nicht, was, da kam noch mehr, ne? Gerade ein Superstar-Saga, jetzt sind wir schon bei 20 angekommen. Professor Igitt hat mich erfunden. Ich bin sozusagen ein Koffer. Der Professor schickte mich hierher, um ihn zu assistieren. Ja, assistieren ist akkurat. Ich bin mehr als nur ein Behältnis für Ihren Besitz. Ich habe viele komplexe Sensoren und Speicherapparaturen zur Datenretention und, Wir verstehen kein Wort. Nun, es reicht zu wissen, dass ich über die neueste Technologie verfüge. Ich bin eine große Hilfe. Fangen wir doch damit an, dass Sie mich einfach mal öffnen. Hä? Drücken Sie einfach mal Start. I do this. Und dann blinkt alles sehr. Bitte merken Sie sich, dass ich mit allen Arten von Dingsen und Bumsen beladen werden kann. Dings und Bums. Unnötig zu erwähnen, dass ich all Ihre Items tragen kann. Auch wurde ich derart gestaltet, ein Füllhorn an Ausrüstung aufzunehmen. Intelligent gelöst. Und um zu bestätigen, dass Sie in Topform sind, können Sie hier auch Ihren Status sehen. Wenn ich nun Ihre Aufmerksamkeit auf dem Topscreen lenken dürfte. So viel Zeit ist seit Beginn Ihres Abenteuers vergangen. Eine Zeit voller Gefahren und hast du nicht gesehen. Hier sehen Sie die Anzahl der Münzen, die sich in Ihrem Besitz befinden. Und wenn Sie Ihren Blick hierher richten, sehen Sie Ihre Statistiken in vereinfachter Form. Nun, so viel zu meiner Selbstvorstellung. Mit Freuden erwarte ich unsere Zusammenarbeit. Drücken Sie B, um einen Verschlussminifizierungszyklus zu starten und mich zu verstauen. Zumachen! Also, muss ich jetzt auch nochmal drücken. Jo, okay. Sinnvoll. Cool irgendwo. Zurück zum Abenteuer! Oh nein, das Loch schließt sich. Wir können nicht zurück. Das war zu befürchten, Luigi. Selbst schuld, wenn du da die ganze Zeit so reingaffst. Hör mal wieder. Das ist halt der spezielle Mario und Luigi-Humor. Es geht für mich voll klar. Ja, sollen wir selbst nochmal kurz reinlunzen oder was ist los? Haben wir ja momentan eh nichts. Weiter, oder? Nö. Prinzip alles noch sehr simpel und verständlich. Hab mit nichts anderem gerechnet. Es geht ab. Gerne hier nochmal saven. Das war's, glaube ich, erstmal zum Anfang. Das war der erste Part. Was hier in der Vergangenheit abgeht bei Dorf Kuddelmuddel, erfahren wir beim nächsten Mal. Also schaltet wieder ein. Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, was ihr von dem Let's Play haltet, ob ihr euch drauf freut. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leistet bei diesem Abenteuer. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich sag, bis dann und ciao!